Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute das vierte Video, das ich mache aus der Lesung dieses Dokuments, das ich im Internet von dem Professor gefunden habe, über Martin Luther, wo wir bereits über Martin Luther und die Juden und ihre Lügen gesprochen haben und Martin Luthers Werdegang. Und heute gehen wir in ein sehr interessantes Thema, das ich sehr spannend finde, und das heißt Luther als Übersetzer des Alten Testaments. So fängt das zumindest an. Ob ich das Video auch so nennen werde, das weiß ich noch nicht. Ich habe ja nur zwei Seiten gelesen. Und während dieser stündlichen Aufnahme wird das wohl ein bisschen mehr sein als zwei Seiten. Also mal sehen, welchen Titel ich dann habe. Ich hatte das eigentlich gar nicht geplant. Ich habe so viel andere Dinge zu tun und trotzdem, das ist eben etwas, was der Heilige Geist einem eingibt, dass diese wunderbaren Leute aus Frankfurt mir das Papier geschickt hatten, also nachdem ich das Paket von ihnen bekommen hatte, dass sie mir dann das Papier geschickt hatten, wo es um diese Widerlegung ging von der Eva Brecht, dass Martin Luthers Buch wohl verfälscht sei, und nicht nur das, sondern einige Dinge wahrscheinlich aus seinem Leben verfälscht waren. Und ich mich da dann hintergeklemmt habe und gesagt habe, dann wollen wir über Martin Luther noch mal ein bisschen mehr wissen. Und wie gesagt, der wichtigste Punkt, ich glaube, den habe ich in der letzten Sendung angeholt, das möchte ich hier noch mal eben wiederholen, ist, wenn man dieser Gesellschaft, in der wir leben, zugesteht, Martin Luther zu diffamieren, dann wird, oder zu diskreditieren, oder beides, diffamieren, diskreditieren, durch den Schlamm, durch den Dreck ziehen, dann wird das nicht nur mit der Person Martin Luther getan, dann wird das vor allen Dingen getan mit dem, was er erreicht hat. Dann wird das getan mit der Reformation. Dann wird das getan mit dem Protestantismus, der hauptsächlich auf seiner Arbeit beruht. Ich meine, vor Luther waren schon andere Protestanten da. Ja? Es gab immer Leute, die die Bibel kannten und verstanden haben und die wussten, dass der Papst der Antichrist ist. Das ist gar nicht der Punkt. Da ist Luther gar nicht unik, also einzigartig drin gewesen. Nein. Der Punkt ist, man kann über Luther jetzt sagen und denken, was man will. Und wie gesagt, ich verherrliche ihn ja auch nicht. Er hatte seine Fehler, aber ich gebe Ehre, wo Ehre zu geben ist. Und seine Arbeit, die er gemacht hat, sicher das, was wir gleich lesen, gehört dazu. Und die Protestanten alle, jetzt mal angefangen von Wycliffe und dann Tyndale und Calvin und Mortimer und Latimer und wie sie alle hießen. Also ich will jetzt gar nicht anfangen, die aufzuzählen, das kann ich auch gar nicht, das sind viel zu viele. Aber die hatten alle eins gemein. Auch hatten sie in vielen Dingen Differenzen, aber eins hatten sie gemein. Und das war, dass sie sagten, das Papsttum ist der biblische, prophetische und historische Antichrist. Punkt, aus, vorbei. In dem Punkt waren sie sich alle einig. Und wenn ich jetzt erlaube, anhand der Figur Luther die Reformation und den damit verbundenen Protestantismus in den Dreck zu ziehen und zu diffamieren und als falsch hinzustellen, wegen solcher gefälschten Schriften wie Luther und die Juden und ihre Lügen, dann gebe ich damit Feuer auf das Öl für die römisch-katholische Kirche und gebe weiterhin zu kennen, nein, das Papsttum ist nicht der Antichrist. Die römisch-katholische Kirche ist die wahre Kirche Jesu Christi hier auf Erden. Der Papst ist der wahrliche, echte Stellvertreter Jesu Christi hier auf Erden. Wenn ich das zugestehe, dass Martin Luther und damit die ganze reformatorische und protestantische Bewegung diskreditiert werden aufgrund von solchen gefälschten Schriften, dann mache ich den Weg frei für den Teufel, um die ganze Reformation, wie man so schön sagt, wie das Baby mit dem Badewasser auszugießen. Und mein Anliegen ist es, mit diesen Videos, die ich, wie gesagt, nicht geplant habe zu machen, die ich auch nicht vorher irgendwie studiert habe, die Papiere jetzt vollständig, das mache ich alles während der Lesung selber. Mein Anliegen ist es, dass wir nicht nur Martin Luther verstehen, sondern dass wir vor allen Dingen mit Martin Luther die ganze reformatorische Bewegung verstehen. Ich meine, die meisten Leute, die mich auch oftmals in Kommentaren angreifen, hauptsächlich Katholiken, die haben anscheinend überhaupt keine Ahnung,
was der Reformatismus ist. Die haben überhaupt keine geschichtliche Ahnung von dem dunklen Zeitalter. Es war nicht die römisch-katholische Kirche, die in den 1260 Jahren verfolgt wurde. Nein, es war die römisch-katholische Kirche, die die Verfolgung getan hat. Also, wenn ich dann die Bibel lese und ich lese von den 1260 Jahren der Regierung des Antichristen, dann kann das ja nicht die römisch-katholische Kirche sein, weil die hat die Verfolgung ja gemacht. Ist doch geschichtlich überall belegt. Man gibt es doch genügend Beweise für. Also wenn die römisch-katholische Kirche dann nicht die wahre Kirche Jesu Christi ist, wer ist sie denn dann? Tja, und dafür dienen solche Lesungen hier. Und mein Dank ganz ausdrücklich geht an Martin Luther, der mit der Übersetzung der Bibel ins Deutsche nicht der Erste war, der die Bibel ins Deutsche übersetzt hat, aber er war der Erste, der den Textus Receptus gebraucht hat. Und er war der Erste, der eine deutsch-einheitssprachliche Übersetzung gemacht hat. Das werden wir auch gleich in dem Text noch lernen, wenn ich den vorlese. Vor Martin Luther gab es noch kein, ich sag mal jetzt zwischen Anführungszeichen, einheitliches Deutsch. Aber durch ihn und die Menschen um ihn herum, mit denen er die Bibel übersetzt hat, hauptsächlich eben das Alte Testament, das Neue hat er ja zu 80%, sage ich jetzt mal, alleine übersetzt. Zum Schluss kam Melanchthon dann noch zu, aber sonst hat er das alleine übersetzt. Aber das Alte Testament hat er mit einer Gruppe gemacht, das werden wir auch gleich noch lernen. Und die kamen auch aus verschiedenen Bereichen in Deutschland, aus verschiedenen Fürstentümern, Königreichen, wie Deutschland damals aufgeteilt war, und haben alle ihre Dialekte gesprochen und haben sich auf ein gemeinsames Deutsch geeinigt. Das werden wir auch gleich noch lernen in dem Papier. Also Luther liegt eben auch mit als Ursache daran, dass wir heute ein einheitliches Deutsch sprechen. Wenn wir jetzt mal von Dialekten absehen. Ne? Also Bayern sprechen ja kein vernünftiges Deutsch. Ich kann als Hamburger einen Bayern heute noch nicht verstehen, wenn der seinen Dialekt spricht. Aber ein Kölner kann das auch nicht. Und ein Kölner, wenn der seinen Dialekt spricht, kann ich auch nicht verstehen. Ja, also es ist nichts gegen die Bayern per se. Ja? Hier in Belgien ist noch viel schlimmer. 50 Kilometer in die eine oder andere Richtung verstehst du die Menschen überhaupt nicht mehr. Wenn du von hier an die Küste gehst, du gehst da nach Roeselare oder nach Ypres, da in den Südwesten von Belgien, Flandern, wenn die Leute ihren Dialekt sprechen, da verstehe ich kein Wort mehr. Wenn ich 50, 60 Kilometer von hier in Limburg bin, Tongeren und so in der Gegend, und da sind Leute, die sprechen ihren Dialekt, da verstehe ich das auch nicht gut. Aber dafür gibt es halt das allgemeine Niederländisch und das versteht jeder hier und das sprechen sie auch alle mehr oder weniger gut. Und so ist es mit dem Deutschen auch. Wir haben unsere Dialekte, die bezogen sind auf die Region, wo wir herkommen, aber wir sprechen ein allgemeines, zwischen Anführungsstrichen, Hochdeutsch. Und das haben wir eben auch mit zu danken an Martin Luther. Also, versteht mich nicht verkehrt, ich sage das jetzt zum letzten Mal deutlich genug, weil ich weiß ja nicht, was für Kommentare ich alle auf diese Videos kriege, weiß man ja immer erst hinterher. Und ich weiß auch nicht mal, wann ich dieses Video hochladen werde. Heute ist der 16. Februar, Sabbat, Sonne ist unter, kurz nach 8. Und deswegen mache ich jetzt die Aufnahme hier. Deswegen möchte ich nur mal eben sagen, weshalb ich dieses Video mache. Es geht nicht um eine Verehrung oder Verherrlichung von Luther oder sowas. Ganz sicher nicht. Und wenn ich Fehler in der Lehre Luthers entdecke, dann werde ich da auch drauf weisen. Ich habe das ja in dem Antichristenbuch auch gemacht, wo Luther verkehrt war, habe ich da auch drauf hingewiesen. Aber gut, ich möchte jetzt nicht ins Unendliche abschweifen. Lassen wir uns mal eben hier ein Bild wählen. Ich weiß nicht, ob ihr das hier kennt. Das finde ich persönlich ein schönes Bild. Das zeigt hier den Ralph Fiennes, der in dem Film von 2004 den Luther dargestellt hat. Und das ist der bis jetzt schönste Luther-Film, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Der ist natürlich auch nicht perfekt, aber wirklich schön gemacht. Da habe ich natürlich von meinen Frankfurter Freunden eine DVD-Sammlung bekommen, 5 DVDs über Martin Luther, Fernsehfilm in 5 Teilen aus der damaligen DDR. Und ja, das muss ich mal in meinen Computer reinstecken und mir mal anschauen, das habe ich noch nicht gemacht. Aber das wird auch sicher schön sein. Nun, das war jetzt genug der Einleitung, denke ich mal. Ja? Ja, knapp 10 Minuten, das kann man wohl sagen. Entschuldigung dafür. Jetzt machen wir uns an die Arbeit. Und werden auf Seite 14 in dem Papier fortfahren mit Luther als Übersetzer des Alten Testaments.
Ihr seht natürlich deutlich hier oben in grün noch markiert den Satz, den wir letzte Woche, das war gestern, deutlich besprochen haben. Das Alte Testament ist also stets von Christus her gesamtbiblisch zu interpretieren. Das heißt mit anderen Worten, man kann die Bibel nur verstehen, wenn man die Bibel gesamt liest. Altes und Neues Testament. Und das Alte Testament kann man nur auch richtig verstehen, wenn man Jesus Christus kennt. Und dann versteht man auch die ganzen messianischen Prophezeiungen. Aber gut, fahren wir fort jetzt in Punkt 5. Luther als Übersetzer des Alten Testaments. Was waren die Voraussetzungen für Luthers Übersetzungsarbeit? Luthers epochale, ihn sein ganzes Leben beschäftigende Übersetzung der Bibel war seiner ungewöhnlichen Hochschätzung der Bibel als des zentralen und fundamentalen Wortes Gottes geschuldet. Durch seine Übersetzung wollte Luther allen Menschen einen Zugang zum Wort Gottes ermöglichen, damit niemand mehr von der Auslegung der Kirche abhängig ist, sondern sich selbst ein Urteil bilden kann. Dazu müssen wir verstehen, dass im dunklen Zeitalter, also in der Zeit vor 1500 und als das Licht durch die Bibel in die Sprache der normalen Menschen in die Welt kam und das dunkle Zeitalter beendet hatte, in der Zeit davor war es verboten für Menschen, Bibeln zu besitzen. Das ist es im Grunde heute noch, weil die Bibel steht immer noch auf dem Index der verbotenen Bücher der römisch-katholischen Kirche. Wenn man mit einer Bibel erwischt wurde und ganz sicher mit einer Bibel in seiner eigenen Sprache, dann wurde man zusammen mit dem Buch verbrannt. Und der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, dass eben damals die Bibel, wenn überhaupt, nur gelehrt wurde von der Kanzel in der Kirche. Ja, aber die Messe, die wurde in Latein abgehalten. Dass die Messe nicht mehr in Latein ist, ist ja auch erst ein paar Jahre so. Also im Verhältnis jetzt zum Alter der römisch-katholischen Kirche, ein paar Jahre. Schon eine ganze Zeit jetzt, aber im Verhältnis nur ein paar Jahre. Früher war das nur in Latein. Und wenn du kein Latein verstanden hast, dann hast du da gesessen und hast mal drauf gehofft, dass der Pastor dir irgendwas erzählt, was auch wahr ist. Hast du da gesessen und genickt. Mehr konntest du gar nicht machen. Kann das ja kein Latein. Und wenn der Priester dann irgendwas aus der Bibel erzählt hat, gepredigt hat, vorgelesen, weiß ich nicht, da müsste er ja sogar eine da gehabt haben, die meisten Priester hatten nicht mal Zugang zur Bibel, das kommt da ja noch bei, da muss man halt mal darauf vertrauen, dass es auch wahr war und wenn man es überhaupt verstanden hat. Deswegen war es das dunkle Zeitalter, weil das Wort Gottes, das Licht der Welt, nicht in der Welt war. Dunkel. Die Leute konnten zwar hier und da lesen, aber die Bibel war nicht zugänglich. Und dafür hat Martin Luther eben gesorgt. Und wie der Professor hier schreibt, damit niemand mehr von der Auslegung der Kirche abhängig ist. Wenn mir einer erzählt, hier, ich habe ein Buch, da steht das und das drin und das ist so und so gemeint, das bedeutet das und das, ja, dann muss ich ihm ja vertrauen, weil ich habe das Buch ja nicht selbst in der Hand, ich kann es ja nicht selbst kontrollieren. Und wenn ich das Buch selbst in der Hand habe und es ist in einer Sprache geschrieben, die ich nicht verstehe, kann ich es auch nicht selbst kontrollieren. Ja? Und das war eben auch Luthers Motivation, dass er gesagt hat von, Leute, die Priester der römisch-katholischen Kirche erzählen von der Kanzel absoluten Quatsch im Verhältnis zu was in der Bibel steht. Sie erzählen euch Lügen. Wenn ihr wirklich das Wort von Gott kennen wollt, dann müsst ihr selbst die Bibel lesen und dann könnt ihr die auch selbst verstehen. Ja? Die Bibel ist nicht auf eine Art und Weise geschrieben, dass man dafür studiert haben muss, um zu verstehen. Aber das ist genau das, was die römisch-katholische Kirche sagt. Weil die sagt, ihr seid nicht in der Lage, ihr seid nicht intelligent genug, um die Bibel selbst zu verstehen. Ihr braucht die Erklärung eines Priesters. Ja, und oftmals mit den heutigen Bibeln stimmt das auch, weil die wirkliche Bibel, das wahre Wort Gottes, erklärt sich selbst. Aber wenn das Wort verfälscht ist, dann brauche ich jemanden, der es mir erklärt. Und da ist wieder die Aufgabe des Priesters. Gut, wir wollen heute mal regelmäßig ein anderes Bild setzen. Ich habe eins, auf das ich mich nachher schon unglaublich freue, aber wir nehmen erstmal jetzt das hier. Nachdem Luther auf der Wartburg in wenigen Wochen das Neue Testament aus dem Urtext, also dem Textus Receptus, übersetzt hatte und dieses dann im September 1522 im Druck vorlag, machte er sich umgehend an die Übersetzung des Alten Testaments. Seine Arbeit legte er dabei neben der ihm vertrauten Vulgata vor allem den hebräischen Urtext zugrunde, wobei er wohl die oben, also am Anfang dieses Textes, genannten hebräischen Bibelausgaben benutzte. Da hatten wir ja drüber gesprochen im ersten Video. Und die Vulgata ist eben die Bibel des Vulgären, ja, des normalen Mannes, die Bibel
Also die war in Lateinisch, ja, aber das war eben die, die dem normalen Menschen zur Verfügung stand. Das war die Vulgata, das war die, ich glaube, das ist die Übersetzung von Jerome, da geht das daraufhin zurück. Mittelalterliche und zeitgenössische Übersetzungen dürften insbesondere bei schwierigen Textstellen eingesehen worden sein, ohne dass jedoch von einer Abhängigkeit geredet werden könnte. Die vorhandenen Bibelausgaben boten Anregungen bei der Suche nach der jeweils dem Urtext angemessensten deutschen Formulierung. Übereinstimmung mit anderen Übersetzungen dürften mit der durch Predigt und Liturgie vorhandenen guten Kenntnis der Texte zu erklären sein. Ein Exkurs in ältere Bibelübersetzungen. Wie gesagt, es gab vorher schon deutsche Übersetzungen vor Martin Luther. Martin Luther war nicht der Erste, der die Bibel ins Deutsche übersetzte. In Straßburg hatte 1466 der Drucker Johann Mentelin eine freilich nur schwer verständliche deutsche Bibelausgabe herausgebracht, die auf einen circa 100 Jahre zuvor im Raum Nürnberg entstandenen Text zurückging. Diese Mentelinsche Ausgabe fand bis 1518 immerhin 13 zum Teil dann deutlich verbesserte Nachdrucke. Unter anderem bot eine 1475 von dem Augsburger Drucker Günther Zeiner gebotene Fassung eine tiefgreifende Revision des Textes. An zeitgenössischen Ausgaben kannte Luther die 1527 in Worms erschienene Prophetenübersetzung der Täufer Ludwig Hetzer und Hans Denk sowie die zwischen 1524 und 1529 entstandene Zürcher Bibel. Die Übersetzung als Gemeinschaftsarbeit, kommen wir zu dem Punkt, den ich vorhin schon kurz angeholt hatte während der Einleitung. Hatte Luther das Neue Testament in einer ersten Fassung weitgehend allein übersetzt und erst in der dem Druck vorausgehenden Überarbeitung Philipp Melanchthon hinzugezogen, so war die Übersetzung des Alten Testaments von Anfang an eine Gemeinschaftsarbeit. Es bedurfte des Zusammenwirkens der Wittenberger Theologen, um die gewaltige Aufgabe schließlich in 12 Jahren bewältigen zu können. Neben Melanchthon war vor allem der oben genannte Hebräist Matthäus Aurogallus an der Überarbeitung von Luthers Entwurfsfassungen beteiligt. Wir erinnern uns noch, Matthäus Aurogallus ist der dritte Hebräer, Jude, den Martin Luther damals in der Wittenbergischen Universität angestellt hatte, nachdem es mit den anderen beiden zu Diskursen kam, und da haben wir ja drüber gesprochen. Und dieser Matthäus Aurogallus hat immerhin bis 1543 da mit Martin Luther zusammengearbeitet. 1531 wurde eine Kommission gebildet, der die Revision des Bibeltextes oblag. Sie bereitete beispielsweise ab 1534 die Herausgabe der ersten Vollbibel vor, also Neues und Altes Testament, und führte von 1539 bis 1541 eine umfassende Revision durch. Dieser Kommission gehörten Melanchthon, Aurogallus, Caspar Kruziger, Justus Jonas und Johannes Bugenhagen an. Die von Georg Röhrer angefertigten Protokolle der Besprechungen sind teilweise erhalten bis heute und geben einen guten Einblick, wie um das Verständnis des Textes und die angemessene Wortwahl gerungen wurde. Durch das Zusammenwirken dieser Männer gewann die Allgemeinverständlichkeit der Übersetzung auch dadurch, dass diese aus ganz verschiedenen Regionen Deutschlands stammten und man dadurch eben diese allgemein das Hochdeutsche mehr oder weniger, ja, zwischen Anführungsstrichen erfunden hat. Nun, dass Martin Luther hier eine sogenannte Kommission im Grunde gegründet, gebraucht, benutzt hat, um das Alte Testament zu übersetzen, ist in der Hinsicht auch eine wunderbare Sache, dass wir wissen, dass König Jakobus, also der King James, der 1603 in England den Thron übernommen hat, nachdem Elisabeth verstarb, dass der König James, der dann ja die König James Bibel hat übersetzen lassen, der hat ja auch Arbeitsgruppen installiert, ne? Und die hat er nicht selbst bestimmt, die da alle mal drin waren. Das waren vor allen Dingen die Kirchengelehrten aus der anglikanischen Kirche, die bestimmt haben, welche Leute da drin sitzen und die auch teilweise da drin saßen. Das ist sehr interessant. Das war natürlich ein viel größeres Unterfangen, das war eine viel größere Gruppe, ne? Das waren 54 Männer in 6 Gruppen von jeweils 9 Personen, die König James Bibel da übersetzt haben. Ich habe da letztens noch drüber gelesen in dem englischsprachigen Buch, das ich ja auch lesen werde,
hat die römisch-katholische Kirche uns die Bibel gegeben. Da steht das sogar drin. Muss ich mal eben gucken, ob ich das hier finde. Ich habe das Buch hier bei. Ah ja, hier. Die Übersetzer waren eingeteilt in drei Komitees. Und zwar gab es ein Komitee in Westminster, ein Komitee in Cambridge und ein Komitee in Oxford. Ja? Und in total gab es hier sechs verschiedene, zwischen Anführungszeichen, Kompanien. Ja? In Westminster die erste und die fünfte, in Cambridge die zweite und die sechste und in Oxford die dritte und die vierte. Und die erste hat Genesis bis zweite Könige übersetzt, die zweite erste Chroniken bis Songs of Salomon, also Salomons Klagelieder, die dritte Jesaja bis Malachi, die fünfte das Neue Testament, die Epistles der Neuen Testamenten, die sechste die Apokrypha und die vierte die das Evangelium, Apostelgeschichte und Offenbarung. Ja? Also, wie gesagt, das waren die drei Komitees, Westminster, Cambridge, Oxford und dann jeweils in je zwei Gruppen, von daher sechs verschiedene Gruppen, die ich gerade anholte, von jeweils neun Leuten. Die haben damals das König James, die König James Bibel übersetzt. Und Luther hat hier ja auch dann also ein Komitee gehabt, das zusammen sich gesetzt hat, oder eine Kommission, die sich zusammensetzte aus Melanchthon, Auro Gallus, Kaspar Kruziger, Justus Jonas und Johannes Bugenhagen. Interessant, natürlich, die Gruppe in England war so viel größer, aber doch interessant, dass jeweils eine Kommission gebraucht wird, dass man eben nicht nur einen Menschen hat, weil ein Mensch kann sich eben auch irren. Die Sprache der Lutherbibel, da bin ich ja schon mal kurz drauf eingegangen. Wollen wir uns noch mal eben zwischendurch ein anderes Bild anschauen. Ja, das ist ja auch, wenn er sich da. Ja, okay, da steht hier in Englisch, für diejenigen, die des Englischen nicht mächtig sind. Martin Luther schlägt seine Thesen an die Tür und sagt: Nein, nein, die Tür war in Ordnung. Ich repariere nur eure Theologie. Die Sprache der Lutherbibel. Durch die Übersetzung der Heiligen Schrift gab Luther wesentliche Impulse zu einer Vereinheitlichung der deutschen Sprache, sodass seinem Bibeldeutsch auch im Blick auf die Sprachgeschichte zentrale Bedeutung zukommt. Hier erklärt der Professor das alles jetzt natürlich noch ein bisschen besser, als ich es gerade freihändig versucht habe. Die Sprache von Luthers Übersetzung orientierte sich maßgeblich an der sächsischen Kanzleisprache, die in Deutschland bereits als Verständigungssprache diente. Jetzt folgt etwas in Latein, das überschlage ich mal. Ich lese das, was ich in Deutsch lesen kann. Und hiernach wird das auch in diesem Teil wird das übersetzt, deswegen ist das eingefärbt. Ich rede nach der sächsischen Kanzlei. Alle Reichsstädte, Fürstenhöfe schreiben nach der sächsischen Kanzleien unser Kurfürsten. In Deutsch der gesamte Satz und das in Neudeutsch heißt: Ich habe im Deutschen keine bestimmte Sprache, also keinen bestimmten Dialekt, sondern gebrauche die allgemeine Sprache, so dass mich alle in Ober- und Niederdeutschland verstehen können. Ich rede nach der sächsischen Kanzlei, der alle Fürsten und Könige in Deutschland nachfolgten. Alle Reichsstädte und Fürstenhöfe schreiben nach der sächsischen und unseres Kurfürsten Kanzlei. Darum ist es die allgemeinste deutsche Sprache, sagt Martin Luther. Zugleich suchte Luther dem Gemein auf dem, ach sorry, zugleich suchte Luther dem Zitat gemeinen Mann auf dem Markt auf das Maul zu sehen. Ende Zitat. Um eine möglichst aussagekräftige und allgemein verständliche Übertragung des Textes mit überlandschaftlicher Geltung zu bekommen. Luthers Aussage, dem gemeinen Mann auf dem Markt auf das Maul zu sehen, ist genau das. Die Bibel ist also unter Berücksichtigung eines Deutsches geschrieben, dass man hat einfließen lassen, wie spricht denn der normale Mensch? Ne? Ich kann, also ich bin zwar Deutscher und ich sage, dass ich Deutsch ganz gut verstehe, aber wenn zum Beispiel ein Anwalt oder ein Richter seinen rechtsgelehrten Kauderwelsch mit mir quatscht, dann denke ich, dass der Chinesisch oder Indisch oder Hindu spricht oder was weiß ich, da verstehe ich dann nämlich kein Wort mehr von, obwohl er Deutsch mit mir spricht. Man kann natürlich auch eine Bibel verfälschen, durch das zwar in der richtigen Sprache zu machen, aber durch die Wortwahl dafür zu sorgen, dass es doch kein Schwein versteht.
Und das ist genau Luthers Punkt, dass er sagt, ich schaue dem gemeinen Mann auf dem Markt aufs Maul, um zu sehen, wie der spricht und werde dem seine Art zu sprechen und eben auch das, was er versteht, mit einfließen lassen in diese Bibelübersetzung, dass der, zwischen Anführungsstrichen, gemeine Mann das Wort Gottes eben auch so versteht, wie Gott ihm den Verstand gegeben hat, es zu verstehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie denn alle Schulmeister lehren, dass nicht der Sinn den Worten, sondern die Worte dem Sinn dienen und folgen sollen? Auf der Basis dieser allgemeinen Regel fußte Luthers Arbeit als Übersetzer, die darüber hinaus von drei Leitlinien gekennzeichnet war. Erstens, Freiheit vom Buchstaben des Grundtextes im Streben nach bestmöglichem Deutsch. Zweitens, Bindung an den Buchstaben, wenn es die Sache erfordert. Drittens, in allem aber gilt, also das ist im Grunde die dritte, ist die oberste Regel, die Sache des Textes selbst möglichst deutlich auszudrücken. Die Übersetzung sollte also nicht sklavisch am Urtext kleben, sonst wäre ein wirkliches Verständnis im Deutschen gar nicht möglich, zumal die hebräische Sprache eine Reihe von Besonderheiten und Eigenheiten aufweist, die es im Deutschen nicht ohne weiteres nachvollzogen werden können. Der Punkt ist, man sprach früher und ganz sicher im alten Hebräisch, im Alten Testament Hebräisch, also 1000 vor Christus, ganz anders als heute. Auch das Hebräisch von heute ist nicht mehr das Hebräisch von damals, müsst ihr gar nicht denken. Sprache degeneriert. Unsere Sprache ist degenerant. Die Deutschen vor 300 Jahren, 400 Jahren, selbst vor 500 Jahren haben, also zumindest die zwischen Anführungsstrichen Gelehrten, haben noch ein viel besseres Deutsch gesprochen als das, was wir heute sprechen. Das, was wir heute sprechen, wäre für die Kauderwelsch. Die ganzen Fremdwörter, die in unsere deutsche Sprache Einzug gehalten haben, aus dem Französischen, aus dem Englischen hauptsächlich, aber auch aus anderen Sprachen, also dem Französischen zum Beispiel, dem Spanischen, dem Italienischen, das sind alles Sachen, das gab es früher nicht. Da gab es Deutsch und da hat man auch nur über Deutsch gesprochen. Und heutzutage, ja, da sagen wir, also hier in Belgien haben wir das zum Beispiel, man kann natürlich Regenschirm auf normal Niederländisch sagen, man kann aber auch hier in Flandern, wo wir so französisch getint sind, so ein bisschen eingefärbt sind, da kann man zum Beispiel auch Parapluie sagen. Das ist das französische Wort für Regenschirm. Jeder versteht das. Wenn du hier Regenschirm sagst, dann gucken die Leute dich an, als ob du einen Frosch im Hals hast. Ja? Und das gibt es ja in Deutschland wahrscheinlich auch. Einige Ausdrücke etablieren sich eben. Sprache verändert sich, ja. Das Problem ist nur, dass unsere Sprache sich verändert zum Schlechten hin. Unsere Sprache wird in der Hinsicht so viel einfacher. Früher hatten viele Wörter mehrere Bedeutungen. Und das ist der Punkt, auf den der Autor hier hinweist, mit dem Hebräischen. Und deswegen konnte das also im Hebräischen viele Wörter, Besonderheiten und Eigenheiten aufwiesen, die im Deutschen nicht ohne weiteres nachvollzogen werden können. Beispielsweise sei Lingua Hebrea refertissima figuris et tropis und hat eul urkabel. Das muss man mal lesen hier. Die hebräische Sprache sei aufs Gedrängtste voll von Redefiguren und bildlichen Wendungen. Nur mit diesen bildlichen Wendungen, das ist nochmal ganz interessant, weil da müssen wir nochmal eben zurückgehen. Ihr erinnert euch sicher noch, dass wir letztes Mal davon gesprochen hatten, dass man Symbole gebraucht, um die Herrneumatik, wie das hier genannt wurde, damit einarbeiten zu lassen. Ja, also das ist ja das, wo wir jetzt gerade eben waren. Warte mal eben. Beim letzten Mal hatten wir das doch gelesen mit dem hermeneutischen Zugang. Das ist ein schwieriges Wort. Selbst ich habe da meine Probleme mit diesen Worten. Und da stand ja damit bei in der Erklärung, jetzt mal eben sehen, ob ich das hier irgendwo schnell finde. Sehe ich jetzt hier nicht direkt stehen, aber sonst müsst ihr euch den vorigen Teil noch einmal anschauen, wo da drin steht. Entschuldigung, das war in der Erklärung der Hermeneutik. Hier war das, nicht im Text selber. Ja? Hermeneutik, Entschuldigung für die falsche Aussprache, also erklären, auslegen, ist eine Theorie der Interpretation von Texten des Verstehens. Beim Verstehen verwendet der Mensch Symbole.
Er ist in eine Welt von Zeichen und in eine Gemeinschaft eingebunden, die eine gemeinsame Sprache verwendet. Nicht nur in Texte, sondern in alle menschlichen Schöpfungen ist der Sinn eingegangen. Diesen herauszulesen, ist eine hermeneutische Aufgabe. Also, beim Verstehen verwendet der Mensch Symbole. So, jetzt gehen wir nochmal dahin, wo wir gerade eben waren. Und da hatten wir davon gesprochen. Und das ist der Punkt, den ich machen wollte. Die hebräische Sprache sei auf Gedrängste voll von Redefiguren und bildlichen Wendungen. Das ist genau der Punkt. Deshalb kommen wir darauf hier nochmal zurück. Ich hoffe, dass das deutlich geworden ist. Aber es sind eben solche Dinge, die solche Texte überhaupt erst interessant machen, dass man immer wieder auf dieselben Sachen referiert und sich dann davon bewusst wird, wie komplex solche Dinge eigentlich sind. Andererseits, da nehmen wir nochmal ein anderes Bild, da haben wir schon eine ganze Zeit lang jetzt gesehen. Wir sprechen von Luther und der Bibelübersetzung. Da haben wir hier das Bild von aus dem Film von 2004, Ralph Fiennes, wie er auf der Wartburg hier die Bibel übersetzt als Luther-Darsteller. Andererseits ergab sich auch die Notwendigkeit, eine etwas sperrige Formulierung im Deutschen beizubehalten, wenn nur durch sie der eigentliche Sinn des Textes zum Ausdruck gebracht werden konnte. Logisch. Im Blick auf Punkt 3 ist insbesondere die Verchristlichung des Alten Testaments herauszustellen. Heinrich Bornkamm stellte fest, dieser Prozess sei kaum beschreibbar. Doch habe Luther beim Deuten und Übersetzen dem Alten Testament das Evangelium gleichsam in die Blutbahn gespritzt, dass es sich darin fast von selbst und bis in die feinsten Verästelungen verbreitet. Entscheidend war für Luther, dass jede Übersetzung nicht allein philologischen Maßstäben, sondern auch dem theologischen Textverständnis genügen musste. Anschaulich wird die von den Übersetzern im Lauf ihrer Arbeit gewonnene Ausdruckskraft im Blick auf die Verständlichkeit und Anschaulichkeit des Textes bei einem Vergleich der 1517, 1524, 1534-45 publizierten Fassungen der Bußpsalmen. Eine Synopse vom Psalm 130, Vers 1 bis 5 macht dies deutlich. Die Fassung von 1984 ist beigefügt, zeigt sie doch eindrücklich, wie wenige Veränderungen der Text letztlich seit Luther gefunden hat. So, wollen wir eben schauen. Da vergleichen wir hier also jetzt die Bibeltexte von der Bibel von 1517, von 1524, und von 1531-45, das dürfte ungefähr die 45er Bibel sein, die ich hier ja auch als Textdokument habe, und dann im Vergleich mit 1984. Naja, wie gesagt, die Korruptheit der 1984er Bibel ist im Neuen Testament mehr als deutlich, wie es im Alten ist, da habe ich es noch nicht Vers für Vers gecheckt. Aber gut, dann lesen wir doch mal eben, um das hier die verschiedenen Bibelversionen zu vergleichen, wie es hier steht, anhand des Psalms 130, 1 bis 5. In der 1517er Bibel steht, O Gott, zu dir habe ich geschrien von den Tiefen. O Gott, erhöre mein Geschrei. Ach, dass deine Ohren Acht nehmen wollten auf das Geschrei meines Bittens. So du willst Acht haben auf die Sünde, o mein Gott, o Gott, wer kann dann bestehen? Dann ist doch nur bei dir allein Vergebung, darum bist du auch allein zu fürchten. Ich habe Gottes gewartet und mein Seel hat gewartet und auf sein Wort habe ich gebetet. In der 1524er Version liest sich das so. Aus der Tiefen rufe ich Herr zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. So du willst Acht haben auf Missetat. Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harret, und ich warte auf sein Wort. In der 1531-45er Version klingt es, aus der Tiefen rufe ich Herr zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. So du willst Herr Sünde zurechnen. Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harret und ich hoffe auf sein Wort. In der 1984er Version liest sich das dann, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Herr, höre meine Stimme, lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst,
Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort. Von den Mühen der Übersetzungsarbeit berichtete Luther in seinem 1530 verfassten Sendbrief vom Dolmetschen. Zitat: Und ist uns wohl oft begegnet, dass wir 14 Tage, 3, 4 Wochen haben ein einiges Wort gesuchet und gefragt, haben's dennoch zuweilen nicht gefunden. Ende Zitat. Im Buch Hiob hätten Melanchthon, Aurogallus und er in 4 Tagen zuweilen kaum 3 Zeilen konnten fertigen. Ende Zitat. In der Reihenfolge der biblischen Bücher folgte Luther der Vulgata und nicht dem hebräischen Urtext, da dieser nach einem für Christen ungewohnten Prinzip angeordnet ist, nämlich Gesetz, Propheten und Schriften. Hinsichtlich des Umfangs jedoch orientierte sich Luther am hebräischen Kanon. Die Bücher Judith, Weisheit, Salominis, Tobias, Jesus Sirach, Baruch und 1. 2. Makkabäerbuch sind unter den Apokryphen eingeordnet und einige in der Septuaginta gebotene Texte fallen weg, so dass das 1. Esra-Buch, also 70, also Septuaginta, 3. Esra, Vulgata-Anhang, Esra-Schriften außerbiblisch, Makkabäerbuch, Orden und Psalmen Salomons, Kanon. Ja? Also diese ganzen Apokryphen, da sollte man sich auch weiter nicht mit beschäftigen. Das sind eben keine inspirierten Schriften und deswegen hat Gott dafür gesorgt, dass sie eben nicht in unserer Bibel darin enthalten sind. Über das Buch der Makkabäer, das ja auch hier genannt wird, das 1. und 2. Buch der Makkabäer, da kann ich nur zu sagen, das ist ein sehr interessantes Buch im Hinblick auf Geschichte, jüdische Geschichte. Da liest man ja zum Beispiel auch von Epiphanus Antiochos, ne? Der jüdische Führer, der Schweine im Tempel geopfert hat. Das kommt, glaube ich, auch im Makkabäerbuch vor. Dafür ist das interessant, das zu lesen, aber es ist keine inspirierte Schrift und darum auch nicht in der Bibel enthalten. Wir kommen zum nächsten Punkt und schalten nochmal auf ein weiteres Bild, zu dem ich euch eine kleine Erklärung geben möchte. Das Bild, was wir jetzt hier eingeblendet sehen, trägt den Titel, das ist eine Figur, also eine Statue der Maria aus der Kirche Gesu. Das ist die Hauptkirche der Jesuiten in Rom, wie sie Luther und Hus aus dem Himmel vertreibt. Ja? Also das soll hier Luther und das soll Hus sein, oder umgekehrt. Das sind jedenfalls Luther und Hus. Hus, der starb 1415 auf dem katholischen Konzil von Konstanz, wo man ihn hingelockt hat und dann seine versprochene Sicherheit und seine sichere Reise das Versprechen gebrochen hat und ihn hingerichtet hat. Und Martin Luther, der hier also von Maria aus dem Himmel vertrieben wird. So sehen die Jesuiten die Protestanten. Die zeitliche Abfolge der Übersetzung der einzelnen Bücher. Aufgrund seines Umfangs wurde das Alte Testament in 3 große Abschnitte eingeteilt, wobei die ersten beiden relativ rasch übersetzt und dann gedruckt vorgelegt werden konnten. Während der dritte Teil eine übersetzungstechnisch große Herausforderung bildete. Zudem verhinderten die Zeitläufe ein rasches Fortschreiten. Noch ehe Luther sich jedoch an die systematische Übersetzung des gesamten Alten Testaments machte, legte er 1517 eine noch vor allem auf der Vulgata beruhende Übersetzung und Auslegung der 7 Bußpsalmen vor. Nur hier möchte ich mal eben 2 Dinge zu bemerken. Auch in einem solchen Text von einem Professor schleichen sich Druckfehler ein. Das, was jeder mal merkt, ich habe das wohl gemerkt, aber natürlich habe ich drüber gelesen. Hat ja keinen Sinn, jedoch auszusprechen. Am wichtigsten ist hier, dass Luther sich noch auf einer der Vulgata beruhende Übersetzung berief und das eben dann später halt repariert hat.
Er legte 1517 ein Loch auf dem der Vulgata beruhenden Übersetzung und Auslegung der sieben Bußpsalmen vor. Damals, jetzt hat er das nicht mehr gemacht. Ab 1522 wurde dann der erste Teil des Alten Testaments, der Pentateuch, das ist ja das, an das sich die orthodoxen Juden nur halten, das andere, den Rest aus der Bibel interessiert die nicht, von Luther und seinen Mitarbeitern übersetzt. Bereits Mitte 1523 erschien dieser Teil im Druck. Vorangestellt war ihm ein auf das Alte Testament abzielendes Vorwort. Schon ein halbes Jahr später, im Januar 1524, lag der zweite Teil vor, der die Geschichtsbücher von Josua bis Esther umfasste. Der dritte Teil, die poetischen Bücher und die Propheten, bereitete den Übersetzern vielfältige Probleme. War doch vor allem das Buch Hiob nicht ein Zitat, nicht ein Schwerbuch des Sinnes halben, sondern allein der Sprachen halben. Ende Zitat. Diesen dritten Teil in einer Ausgabe zu publizieren, erwies sich als nicht praktikabel, da man fürchtete, bereits gesetzte und gedruckte Passagen könnten entwendet und von anderen Druckern veröffentlicht werden. Daher erschienen in den Folgejahren, oft aus Vorlesungen Luthers hervorgehend, Drucke der Übersetzungen einzelner Bücher oder Büchergruppen. So Anfang Oktober 1524 die poetischen Bücher Hiob, Hohelied, Salomon. Gleichzeitig erschien im Übrigen als Auszug dieses Druckes eine erste Sonderausgabe, der Psalter Deutsch. Nochmal etwas anderes, dass wir uns da gut drin verstehen. Die Bibel wurde damals den Leuten aus den Händen gerissen. Es gibt Berichte von Henry Grattan Gillis und anderen protestantischen Schreibern aus dem 19. Jahrhundert hauptsächlich, die eben auch sich berufen auf zeitzeugische Aussagen davor, die sagen, dass die Blätter noch nass waren von der Tinte unter der Drucke, da wurden sie schnell unter die Jacke geschoben und weggebracht, um sie den Menschen zukommen zu lassen. So, zwischen Anführungsstrichen, verrückt waren die Menschen damals auf das Wort Gottes. Sie haben es verschlungen. Das ist schlimmer, als wenn heute ein iPhone 8 oder sowas rauskommt und da tausende von Menschen vor dem Laden Schlange stehen und darauf warten, dass sie das da endlich kaufen dürfen. Das war damals verhältnismäßig sogar noch schlimmer. Nur das mit dem iPhone 8 kann ich nicht nachvollziehen, aber das mit der Bibel, das kann ich nachvollziehen. Nun, mal eben sehen, wo stehen wir denn in unserem Video hier? 42 Minuten. In der Folgezeit kam es nur zu langsamen Fortschritten, da die Verlagerung der Universität nach Jena infolge der Pest und einer Erkrankung Luthers eine konzentrierte Arbeit unmöglich machten. Im Gefolge der Vorlesung Luthers über die kleinen Propheten erschien 1526 mit zum Teil ausführlichen Erklärungen die Propheten Jona und Habakkuk, im Januar 1528 Zacharia. Bereits im Februar 1527 hatte Luther die Übersetzung des Propheten Jesaja begonnen, doch aufgrund der genannten äußeren Umstände sowie der nicht unerheblichen sprachlichen Schwierigkeiten konnte der Druck erst 1528 veranlasst werden. Eingeschoben wurde von Luther 1529 die Übersetzung des zu den Apokryphen zählenden, Schriften zählenden, griechisch abgefassten und daher leicht zu bearbeitenden Buches Weisheit Salomonis, ehe dann 1530 das Buch Daniel abgeschlossen und zum Druck gebracht werden konnte. Aber auch Daniel zählt also hier zu einem der ersten übersetzten prophetischen Bücher der Bibel. Und das finde ich wunderbar. Nun, hier steht es deutlich drin, ich bezweifle das noch nicht, ich habe auch die Aussage, die ich jetzt erzählen will, noch nirgendwo sonst gefunden. Aber ich weiß nicht, wer es war, Walter Veit oder was in einem seiner Videos, ich will da jetzt gar nicht hinweisen, ich weiß es nicht. Irgendwo habe ich mal gehört, dass Luther wohl angeblich, als er sich an die Übersetzung des Alten Testaments gemacht hatte, das Neue hat er ja auf der Wartburg 21-22 übersetzt, als er sich dann an die Übersetzung des Alten Testaments machte, das erste Buch, das er übersetzt hätte, wäre das Buch Daniel gewesen. Das stimmt so also nicht. Also wo ich das früher in anderen Videos gesagt hatte, aufgrund einer Behauptung, die ich irgendwo aufgeschnappt habe, möchte ich da jetzt eben nochmal deutlich Abstand von nehmen. Das stimmt also anscheinend nicht, sondern das war erst gegen 1530. Nichtsdestotrotz
Im Vergleich dazu, die Bibel kam ja erst Ende der 30er Jahre raus und wir kennen heute die 1545er Bibel, von daher in der Zeit schon ziemlich früh. Luther wird ja nachgesagt, dass er gesagt haben soll, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt vergeht, dann würde ich heute einen Apfelbaum pflanzen. Dieser Apfelbaum, der war meines Verständnisses nach immer das Buch Daniel, das nämlich so unglaublich wichtig ist. Übrigens habe ich mir vorgenommen, das komplette Buch Daniel aus der Bibel von 1545 zu lesen. Und soweit ich das kann, weil ich verstehe es auch nicht vollständig, ich bin ja kein Bibellehrer und kein Theologe, aber neben der Lesung ist auch zu erklären. Ein wunderbares Buch. Das ist noch eine weitere Aufgabe, die ich mir in Kürze vorgenommen habe. Luthers Absicht während der Zeit auf der Coburg, Luther konnte aufgrund der über ihn verhängten Reichsacht nicht am Augsburger Reichstag von 1530 teilnehmen, wollte dem Geschehen aber möglichst nahe sein, die restlichen Prophetenbücher zu übersetzen, erwies sich aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes als nur mühsam umsetzbar. Ich möchte hier nochmal eben auf den Punkt eingehen, den der Autor hier eben anholt. Luther konnte aufgrund der über ihn verhängten Reichsacht nicht am 1530er Augsburger Reichstag teilnehmen. Was ist denn die Reichsacht? Ja, ich habe mal in Englisch da ein Video drüber gemacht. Im Deutschen war ich, glaube ich, nicht so, weiß ich jetzt gar nicht, wie soll ich das sagen? Exurge. Hier ist das Bild. Im Deutschen weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das auch so gebracht habe, als ich die Lesung gebracht habe von Luthers Buch Das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet. In der englischen Lesung habe ich eine ganze Sendung gewidmet an Exsurge Domine. Das war vor der Buchlesung selber, ja, das war einleitend dahin. Deswegen habe ich das in Deutsch nicht gemacht. Es kommt nicht aus dem Buch selber, sondern es ist von davor. Ich habe 7 Videos gemacht, bevor ich überhaupt mit dem Buch in Englisch angefangen habe und dann das Buch angefangen in 19 Teilen zu lesen. In Deutsch war das nur das Buch und das waren 14 Teile. Findet ihr übrigens in derselben Spielliste Luther 2017 auch, könnt ihr da gerne mal nachschauen. Aber im Englischen habe ich halt eine ganze Stunde ein Video gemacht über das päpstliche Enzyklikal oder die Bulle von Papst Leo X. vom 15. Juni 1520. Exsurge Domine, mit der die Fehler von Martin Luther verdammt werden. So, warum jetzt der Hinweis hier? Luther konnte aufgrund der über ihn verhängten Reichsacht nicht am Augsburger Reichstag von 1530 teilnehmen, aufgrund dessen, dass er mit einer päpstlichen Bulle exkommuniziert wurde. Und wenn man exkommuniziert war, dann heißt das, und dann hieß das, und das heißt es noch immer, dann ist man vogelfrei. Kennt ihr den Ausdruck noch? Dann kann jeder, der euch sieht, euch umbringen, wenn ihr exkommuniziert seid. Und es wird nicht als Mord angerechnet, es ist sogar im Licht der römisch-katholischen Kirche eine ehrenvolle Aufgabe, eine selbst zur Seligkeit führende Aufgabe, wenn man einen Exkommunizierten ermordet. Luther wurde von dieser Bulle am 15. Juni 1520 vom Papst exkommuniziert und diese Exkommunikation blieb bestehen bis zum Ende seines Lebens, Anfang 1546. 26 Jahre hat Luther unter dem Kirchenbann verbracht. Er konnte sich in Deutschland nicht frei bewegen, wie wir das können. Ja? Ganz wichtiger Punkt. Also aufgrund der über ihn verhängten Reichsacht konnte er nicht am Reichstag 1530 teilnehmen, wollte dem Geschehen aber möglichst nahe sein. Deswegen ging er auf die Coburg. Die restlichen Prophetenbücher zu übersetzen, erwies sich aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes als nur mühsam umsetzbar. Erst Mitte Juni 1530 war die Übertragung des Buches Jeremia beendet und da sich die Arbeit an Hesekiel als zu schwierig erwies, nahm sich Luther zunächst die noch fehlenden kleinen Propheten vor. Erst danach, ob noch auf der Coburg oder erst nach der auf Mitte Oktober zu terminierenden Rückkehr nach Wittenberg, erfolgte die Übersetzung des Buches Hesekiel. Das ganze Jahr 1531 verstrich über der gründlichen Durchsicht der von Luther erarbeiteten Übersetzungen, an der neben Melanchthon auch Aurogallus
und nun auch der junge Theologe Kaspar Kruziger beteiligt war. Zur Frankfurter Frühjahrsmesse 1532 erschien schließlich, mit einer Vorrede Luthers zu den Propheten versehen, eine Gesamtausgabe des dritten Teils des Alten Testaments, die Propheten alle deutsch. Zu Beginn des Jahres 1531 waren zudem die Psalmen einer intensiven Durchsicht unterzogen worden und erhielten nun ihre endgültige Gestalt. Publiziert wurden die Texte Anfang April 1531 unter dem Titel Der Deutsch-Psalter und Luther bemerkte in seinem Nachwort, der, Zitat, vorige deutsche Psalter ist an vielen Orten dem Hebräischen näher und dem Deutschen ferner, dieser ist dem Deutschen näher und dem Hebräischen ferner. Ende Zitat. Noch aber war von den Apokryphen nur die Weisheit Salomons fertig. 1533 wurde das Buch Jesus Sirach abgeschlossen und anschließend das erste Makkabäerbuch, ne, da gibt es ja zwei von, das Melanchthon übertrug. Beide erschienen als Separatdrucke kurz hintereinander. Nachdem im Folgenden auch noch die übrigen Bücher übersetzt wurden, teilweise durch Justus Jonas und wiederum Melanchthon, waren die Voraussetzungen gegeben, in Wittenberg eine Vollbibel herauszugeben. Nach einer gründlichen Revision der bisher erschienenen Übersetzungen aller Bücher des Alten Testaments durch die bewährte Kommission konnte endlich im Sommer 1534 die erste Wittenberger Vollbibel erscheinen, der Vorworte Luthers und ein reicher Bilderschmuck beigegeben waren. Sie war allerdings nicht die erste ihrer Art. Denn bereits 1529 hatte in Worms der Drucker Peter Schäffer unter Zusammenfügung verschiedener Übersetzungen, der Text des Neuen Testaments sowie die ersten drei Teile des Alten Testaments folgten Luthers Fassung, für die Propheten und die Apokryphen bediente sich der Züricher Ausgabe, eine kombinierte Bibel in deutscher Sprache herausgegeben und 1530 war eine ebenfalls aus verschiedenen Quellen zusammengefügte Bibel in Zürich verlegt worden. Schon vor der Wittenberger Ausgabe war die erste ganz auf Luthers Übersetzung basierende Vollbibel am 1. April 1534 in Lübeck erschienen, freilich in einer von Johannes Bugenhagen besorgten niederdeutschen Übertragung. Lutherbibel. Hier haben wir sie im Bild. Die Resonanz auf die Lutherbibel. Die Bibel stieß auf große Resonanz, so dass in den Jahren 1535, 36 und 839 weitgehend unveränderte Neuauflagen erschienen. Zwischen 1539 und 41 hat Luther mit den Wittenberger Gelehrten die gesamte Bibel nochmals überarbeitet. Das Ergebnis der Durchsicht erschien 1541 als verbesserte Version. Aufs Neu zugericht. In der Wittenberger Werkstätte von Hans Luft, der auch schon die vorhergehenden Ausgaben gedruckt hatte. Im Frühjahr 1545 wurde die letzte Ausgabe zu Lebzeiten Luthers herausgegeben. Das ist die Bibel, die wir heute noch bekommen und lesen können. Die anderen früher herausgegebenen Bibeln, die kann man wahrscheinlich nur sich irgendwo im Antiquariat besorgen oder, wenn man Glück hat, gibt es die in irgendeiner Bibliothek ausgelegt, dass man sie da einsehen kann. Ob da welche erhalten von sind, die man heute sich selbst noch kaufen und besorgen kann, das wage ich zu bezweifeln. Auf welche große Resonanz die Lutherbibel stieß, ist daran zu ermessen, dass bis zu Luthers Tod 1546 insgesamt 253 Ausgaben der Bibel oder einzelner Teile der Bibel in Luthers Übersetzung nachweisbar sind. Angefügt sei noch, dass die 1534 in Folioformat erschienene Bibel 2 Gulden, 8 Groschen und die 1545 im größeren Medianformat erschienene Vollbibel ungebunden 3 Gulden kostete. Zum Vergleich, das Jahresgehalt einer Dienstmagd betrug 1,5 und das eines Schulmeisters 3,75 Gulden. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Bibel 1534 kostet 2 Gulden und 8 Groschen, also beinahe 3 Gulden, ne? Weil ich gehe mal davon aus, dass 2 Gulden und 10 Groschen 3 Gulden sind. Und 1545 3 Gulden vollständig kostete, also
2 und 10 Groschen, hä? Das Jahresgehalt einer Dienstmagd betrug 1,5. Das sind 2 Jahresgehälter. Jetzt, wir leben heute 2018. Jetzt gehen wir mal von einem nicht allzu großen Verdienst aus, einem Gehalt aus von ungefähr, lass uns sagen, 1500 Euro netto, das man im Jahr hat. Das sind 18.000 Euro im Jahr. Mal 2 sind 36.000 Euro. Mit anderen Worten, auf heutige Verhältnisse gerechnet, müsste die Bibel rund zwischen 30.000 und 40.000 Euro gekostet haben. Unvorstellbar, ne? Zu der Zeit eine eigene deutsche Bibel zu besitzen, da muss man schon sehr, sehr reich gewesen sein. Dann kann man nur hoffen, dass in den lutheranischen Kirchen die Bibel frei gelesen wurde und zumindest einsehbar war. Hoffe ich mal. Das Jahresgehalt einer Dienstmagd betrug 1,5 Gulden. Das heißt, die Dienstmagd müsste 2 Jahre arbeiten, um sich eine Bibel leisten zu können. Da muss man mal eben bei stehen bleiben. Das ist ja nun auch nicht gerade eine echte Reklame für das Wort Gottes, ne? Wo wir eben sehen, angesehen wie weit wir schon sind, ob wir hier besser einen Schnitt machen. Luther als Prediger alttestamentlicher Texte. Ja, ich denke, wir machen hier einen Schnitt, weil wir sind ja schon fast an der Stunde und werden hier nächstes Mal weitermachen, die Vorreden zu alttestamentlichen Büchern. Und werden hier in der nächsten, in der vierten Lesung fortfahren und dann sehen, dass wir mit 4 oder 5 Lesungen dann dieses Dokument abschließen und dass wir uns ein anderes Bild, ein hoffentlich besseres Bild von Martin Luther formen konnten und hauptsächlich von seiner Arbeit. In der Bibel, meine lieben Brüder und Schwestern, steht geschrieben, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Die Früchte eines Baumes und die Früchte eines Menschen sind das, was ihre Arbeit fortbringt. Der Baum entzieht dem Boden Nährstoffe, blüht und bringt aus der Blüte eine Frucht hervor. Der Mensch arbeitet im Schweiße seines Angesichts. Vergleiche den Satz über die Juden letztes Mal von Martin Luther, dass die Juden auch im Schweiße ihrer Nasen ihr Brot verdienen sollen. Das sind die Arbeiten, mit denen wir uns hier auf dieser Welt über Wasser halten. Aber es geht hier um die spirituellen Arbeiten. Es geht hier um die Arbeiten, wenn wir sagen, dass wir Jesus Christus folgen, dass unsere Taten das auch beweisen. Und an diesen Taten, an diesen Früchten sollt ihr sie erkennen. Die Früchte, an denen ich erkenne, was Martin Luther für ein Mensch war, war, was wir gerade eben eine ganze knappe Stunde gelesen haben. Diese intensive Arbeit von 1517 an mindestens bis zum Ende seines Lebens, fast 30 Jahre später, 1546. Sein ganzes Leben hat er der Bibelübersetzung und der Bibelauslegung gewidmet. Die ganzen Schriften, die er verfasst hat. Ich habe es jetzt gerade nicht bei der Hand, weil ich habe ja... warte mal, ich muss mal eben mein Mikrofon absetzen. Kleinen Moment, bin gleich zurück. Ich musste eben das Buch hier holen. Ich habe mir das letztens mal bestellt. Martin Luthers sämtliche Werke, Volume 41. Also der Umschlag ist Englisch, aber der Inhalt ist Deutsch. Das ist also Band 41, weil ich dachte, oh, hier hätte ich jetzt in gedruckt das, was ich gesehen hatte, wo ja das Buch drin war, Luther gegen den Antichristen, wieder Hans Wurst und so. Aber das war leider nicht so. Das ist wieder anscheinend eine andere Sache. Also das ist hier Dr. Martin Luthers sämtliche Werke, 41. Band, 3. Abteilung. Und wir sprechen hier über, das ist hier der 9. Band, den ich hier in der Hand halte, der eregetischen deutschen Schriften Luthers.
Das ist ein Buch. Das ist im Grunde, und das ist das Traurige dabei, das ist ein gedrucktes PDF, teilweise gescannt und man kann die Seiten gar nicht richtig lesen. Da habe ich über 30 Euro für bezahlt, also totaler Betrug. Aber interessant ist doch, wenn man hier mal reinschaut und sich anschaut, welche Arbeit Luther sich damit gemacht hat. Ja, wir haben hier das schöne Konstantimini an der Zahl des 118. Psalms, der 119. Psalm, nützlich zu beten für das Wort Gottes zu erheben, wieder den Papst und Menschenlehre, ein christlicher Tress, das ist diese altdeutsche Schrift, diese Frakturschrift ist manchmal, und dann wird es schlecht gedruckt, ist sehr schwer zu lesen. Also jedenfalls ist das ein Buch von knapp 400 Seiten in dieser alten Frakturschrift, die geht über Luthers Auslegung des Psalms 118, des Psalms 119 und noch einige anderer Schriften. Und es sind diese Früchte, an denen ich Martin Luther messe. Und das sind die Früchte, an denen auch ihr Martin Luther und andere Reformatoren messen solltet. Und ganz sicher, wenn ihr Katholiken seid und in der römisch-katholischen Kirche gefangen seid, dann fragt euch doch mal, warum erzählen Sie mir immer nur vom Wort Gottes, aber zeigen Sie mir nicht das Wort Gottes? Warum legen Sie nicht die Bibel daneben und sagen, das, was wir hier lehren, das steht hier und hier und hier und hier, basiert in der Bibel? Warum tun Sie das nicht? Ja, weil Sie es nicht können. Weil Sie es nicht können. Und deswegen bringen Sie Früchte fort, die nicht erstrebenswert sind. Und damit möchte ich die heutige vierte Lesung dieses Papiers zum Abschluss bringen. Ich danke euch fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Jörg von Joggler66 wünsche euch noch einen schönen Tag, einen, wenn ihr den auch habt, geruhsamen Sabbat, den ich mir jetzt gönnen werde. Bis morgen früh, dann mache ich wieder weitere Aufnahmen. Ich werde noch ein wenig in der Bibel lesen wohl. Und möge Gott euch behüten und beschützen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. His name together, oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. Let's magnify the Lord so that he is seen more clearly. Psalm 34, verse 3. Let's exalt his name together. By living pure and holy, Psalm 34, verse 3. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. Oh, magnify the Lord with me. Let's all sing together.